Darf ich Sie etwas fragen? Ja. Wie heißt du? Ricarda. Wie alt bist du? 44. Und wo wohnst du? Hier in Bremen. Okay. Sind Sie auf mehrere Weihnachtsmärkten gewesen? Auf zwei. Auf zwei. Weil ich arbeite hier. Ah, du arbeitest hier. Mhm. Was findest du von diesem Weihnachtsmarkt? Hier von diesem Weihnachtsmarkt? Ja. Was total schön. Schön? Ja. Und was findest du von die anderen? Je nach, also ich war noch auf einem ganz kleinen, der war auch super schön. Ah, okay. In der Nähe von Bremen. Und haben Sie auch viele Wachen gesehen hier? So Security oder was ja. meint ihr? Ja. Ja, läuft regelmäßig rum. Und fühlt sie dich sicher? Geht. Ja. Das schon. Geht. Ja. Okay, na das war es. Ich also, danke Ihnen. Ja, viel Spaß. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Wie heißt du? Ich heiße Barbara. Okay. Und wie alt bist du? 60. Wo wohnen Sie? Im Harzturm. Okay. In Thüringen. Ja, okay, okay. Und sind Sie erschrocken von dem Angriff von letzten Jahren in Deutschland? Ja, sehr. Ja. Und warum? Ja, es könnte uns ja jetzt hier genauso treffen, ne? Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Und sind da genug Maßnahmen gegen terroristische Bedrohung? Ob hier Maßnahmen sind, das weiß ich jetzt gar nicht. Das heißt, ah. Also ich habe jetzt nur gesehen, also Polizei ist jetzt hier nicht, aber okay. Ich denke mal, das wird sich auch beruhigt haben jetzt. Ne? Okay, Dankeschön. Bitte, tschüss. Wie heißt du? Diana. Und wie alt bist du? 33. Und wo wohnst du? In Bremen. Ah, und wie viele Wachen hast du schon gesehen auf die Weihnachtsmarkt in Bremen? Wie viele Geschäfte? Oder? Viele. Also ich bin hier schon viel rumgelaufen. Und 10 bestimmt. Denkst du, dass das zu wenig ist oder zu viel? Ich finde es ein bisschen zu wenig. Wir haben sonst auch große Märkte, wo hinter dem Bahnhof noch die komplette Fläche zu ist. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Letztes Jahr war der Angriff in Berlin. Was macht die Security hier bei diesem Weihnachtsmarkt, um die Sicherheit zu maximalisieren? Wir machen aufpassen auf auffällige Menschen. Wenn jemand verdächtig ist, müssen wir den im Auge behalten. Und dann, Sicherheit halt, ne? Ja. Kontrolle, wenn wir da sind, haben Leute schon, die was vorhaben, hauen die schon ab. Mhm. Präsenz. Okay. Ja. Und sind Sie auch ängstlich, wenn Sie hier herumlaufen? Wir? Ja, nein. Dass es noch einmal gebeurt. Nein, haben wir keine Angst davor, weil wir sind davor trainiert. Aber wenn irgendwas ist, das ja nicht stimmt, dann wollen wir Polizei gleich informieren, dass Polizei auch mitgucken. Ja. Und sonst ist normal, weil Angst haben wir nicht. Sorgen schon. Ja? Sie sind keine Polizei. Wir sind keine Polizei, das ist normaler Privatsicherheitsfirma. Aber wir arbeiten gemeinsam mit der Polizei. Wenn irgendwas ausfällt, irgendwas passiert, dann sagen wir Polizei sofort. Wir dürfen eigentlich keine nicht festhalten, sondern Polizei. Wir sind keine Polizei. Aber wir helfen mit. Wir arbeiten zusammen mit der Polizei. Und haben Sie auch extra Maßnahmen genommen? Ja, davor sind wir trainiert. Ich habe auch alle, wir sind alle mit Sacken, wenn du weißt, was ich meine. Ja, weil der junge Mann. Ja, komm mal bitte. Passt auf. Dafür haben wir extra Training. Weil jede Sicherheitsfirma oder Sicherheitsleute muss auch schon ein paar Training gehabt haben. Das heißt Maßnahmen. Okay. Dankeschön. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Wie grüne deine Blätter. Ah, schön, schön.